Best of Frenkel frotzelt. Tache Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Und ich bin nach wie vor unterwegs in Frankreich gerade. Was ist da zum Beispiel wieder? Schuhe. So nicht wahr, oder? Ein Zalando, was habt ihr da drin? Flüssige Schuhe oder was? An alle Einsatzkräfte. Am Bahnübergang der Zufahrtsstraße von Meiersfeld zum Grunsdorfer Wald kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Güterzug. Zum Glück sind die Spiegel blind, weil ich muss ja jetzt eigentlich, bin ich ja jetzt nackig, ne? Ich werde jetzt nackig zum Einsatz gehen, oder wie? Das ist doch nicht euer Ernst. Beeil dich, das muss schneller gehen. Achtung, der Pöhner, da ist irgendwas von links. Ey, was soll denn die Scheiße? Ein Tag der Vollidiot. Vorsicht, ich muss bremsen. Da muss ich, wenn ich jetzt so nackig bin, muss ich aufpassen, dass ich nicht den Schlauch mit meinem Penis verwechsle, weil mein Penis ja so unglaublich groß ist. Warte mal, welches Fahrzeug habe ich denn überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Das hier? Das muss schneller gehen. Anziehen? Scheiße! Ich will nackig fahren! Was ist das für ein Arsch, ey? Nicht blockieren! Wir müssen jetzt da vorne abfahren! Was soll der Scheiß? Kann ich hier nicht aussteigen? Geschichten erzählen aus meiner Dienstzeit. Nein, halt die Fresse, Sachsen-Let's Player, bitte! So, genau, und jetzt machen wir mal wieder den Knopf hier und dann, schauen wir mal, was passiert, ne? Es ist einfach immer wieder schön. Oh, wie ist kaputt das Auto? Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen, das kann doch nicht sein. Oh, Vollbremsung! Ich hab nicht so viel PS wie du. Nein, ich muss hier wirklich exakt fahren auf dem Standstreifen, dass da nichts passiert. Blablablub. Auf jeden Fall, ich wollte jetzt nach Bourget und dann wollte ich meine Jungfrau holen und zwar in Orléans. Ja. Und das wollte ich den Leuten zeigen und das ging nicht, ich habe keine Aufträge. Was soll ich machen? Ja, nicht so weit links fahren. Ja, spinnst du? Du hast Schaden. Ja, natürlich habe ich den. Du hast voll den Schaden. Da steht ein Pickup, der steht schlecht. Das sage ich euch mal hier. Ja, auch so schwierig in Innenstädten mit dem Bus da zurechtzukommen. Ich bin jetzt. Habe ich nicht gerade vor 3 Minuten gesagt, ich habe keinen Unfall gebaut noch? Der fährt wenigstens rechts ran. Entschuldigung. Ja, der fährt ja nicht ganz rechts. Nö, aber er hat so ein bisschen gedrängelt gerade. Das geht natürlich. Uah! Da war es wieder. Das ist ja nicht so sonderlich geländetauglich, das Teil irgendwie. Dachte ich eigentlich schon, aber irgendwie. Fuck! Ui! Ja, die Polizei hat noch mehr Schwierigkeiten, sehe ich gerade. Ey! Das ist ja unglaublich. Was ist los? Ey! Scheine Wunder. Ey, Gerhard. Das ist der Gerhard hier. Der blöde, fette Wal, der Wichser. Der weiße Wal, Gerhard, der weiße Wal. Der fängt sich mal irgendwann so eine ein. Ich mache hier gerade das Experiment, ob ich die Leiter hier in dem Gebäude ausfahren kann. Scheiße! Schnell noch ausprobieren. Ich wusste, dass es geht. Ich wusste es! Ich kann hier durch das ganze Gebäude, ey. Geil. Dann kann ich vielleicht den Frauen, wenn sie nackt sind, im Duschraum kann ich die vielleicht beobachten. Das ist sehr gut. Das ist gar nicht mal so einfach. Ich muss den Schwung ein bisschen mitnehmen. Ja. Und den Kopf, wenn es geht, auch, Frenkel! Ja, da habe ich doch die Mine glatt schon wieder vergessen gehabt. Ha! Ich habe sie erwischt, die Entwickler. Da ist gar nichts. Da ist weder eine Tür noch gar nichts überhaupt, ne? Das ist ja ein Skandal. Auch hier. Alles nur Attrappen. Ja, ihr seid enttarnt, Wiz Games. Genieße deine Freiheit, mein kaltblütiger Freund. Schneller. Ich will nicht. Arschloch! Aber tritt drauf! Ich komm nicht weg, ich hänge! Ach, kack los, doch! Los. Scheiß die Wand an, ey! Ah! Zu den oberen 2% gehöre. Sie sind eine Frau und haben wie immer nichts anzuziehen? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es den Frenkel-Frotzelt-Fanshop und dort gibt es auch Frenkel-Frotzelt-Shirts. Sie sind traurig, dass Sie nicht mit Harald Frenkel schlafen können? Das muss nicht sein, denn im Frenkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Frenkel-Frotzelt-Kissen. Sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank? Das muss nicht sein, denn im Frenkel-Frotzelt-Fanshop gibt es auch Tassen.
Kaufen Sie noch heute im Fränkel Frotzelt Fanshop. Und zwar am besten für die ganze Familie und den Hamster. Der Fränkel Frotzelt Fanshop bringt ewige Glückseligkeit, ist geiler als jede Nymphomanin und macht sogar die Zähne weißer. Und wer mal nicht alle Taschen im Schrank hat, wird ebenfalls fündig. Der Fränkel Frotzelt Fanshop. Einfach genial.